Deutschland, was wird durchgeläutet? 50% höhere Energiemenge werden durchgeläutet. Das heißt, wir haben verbleibend 640 Terawattstunden in Deutschland. Wir haben in den letzten Monaten ganz oft die Frage gestellt, könnt ihr denn aus Geothermie einen Teil hier substituieren? Und da ist die ehrliche Antwort, bis 2045 können tatsächlich ein Großteil substituiert werden. Wir sehen es hier unten aus oberflächennaher Geothermie ca. 68 Terawattstunden pro Jahr und aus tiefer Geothermie 118 Terawattstunden pro Jahr. Das heißt, wir können es im Teil des neuen Energiesystems, aber es braucht auch eine gewisse Anlaufzeit, um das entsprechend auszubauen. Aber die Weichen dafür, die werden jetzt gestellt. Also auch bei den Stadtwerken, sich auf diese neue Technologie einzulassen. Die Technologie an sich kann man auch schön erkennen an diesem Bild. Wir haben zwei Bohrungen, die sind hier im Vordergrund erkennbar als diese Rohre, die aus dem Untergrund nach oben ragen. Diese Rohre gehen in den Untergrund, was wir gleich sehen werden, in das Reservoir, holen dort heißes Thermalwasser, führen dieses Thermalwasser in ein Gebäude, was man hier sehen kann, exemplarisch in Riem, aber auch beim Blick aus dem Fenster sieht man, wie es hier am Standort aussieht. Und in diesem Gebäude ist relativ einfache Verfahrenstechnik verbaut. Es gibt einen Wärmetauscher. Die Wärme wird von dem Thermalwasser übertragen in das Fernwärmenetz, kann zu den Kunden transportiert werden. Und das Thermalwasser fließt aus dem Netz, aus dem Heizwerk zurück in den Untergrund und somit ist ein geschlossener Kreislauf vorhanden. Das heißt, das Thermalwasser ist jederzeit hermetisch getrennt von den anderen Kreisläufen. Es wird nur nach oben gefördert, es wird nur die Wärme genutzt und die gesamte Menge des Thermalwassers wird ansonsten unverändert wieder in den Untergrund zurückgeführt. Und was man an der Obertageanlage sieht, ist eben relativ kompakt. Ein Gebäude, in dem man diese Wärmetauscher untergebracht hat. Was man in der Regel auch immer dazu braucht, ist eine gewisse Besicherung. Das kann man hier erkennen an den Schornsteinen der Gaskessel, die in Riem allerdings wirklich nur da sind für den Fall der absoluten Spitzenlast, also wenn es im Winter ganz kalt ist oder wenn an der Anlage selber Wartungen durchgeführt werden sollten. Was wir jetzt auf dem Bild vorher noch nicht gesehen haben, sieht man jetzt hier in diesem geologischen Schnitt durch das Voralpenland. Und daran kann man jetzt schön nochmal erklären, was wir hier betreiben. Also wir betreiben hier die Form hydrothermale, tiefe hydrothermale Geothermie. Das heißt, wir haben einen thermalwasserführenden Thermalwasserleiter, diese sogenannte Malmschicht, die unter München und unter der ganzen Region hier ganz großflächig und in großer Mächtigkeit vorhanden ist. Also wir reden von einer Fläche, die sich im Grunde entlang des ganzen nördlichen Alpenbogens bewegt und einer Mächtigkeit von etwa 600 Metern. Das heißt, diese Kalksteinschicht liegt großflächig vor. Es ist Kalkstein, das heißt, er ist durchzogen von Poren, von Strukturen, von Brüchen und in diesen natürlichen Hohlräumen ist natürlich vorhandenes Thermalwasser. Und das Nutzungsprinzip ist eben, dass wir mit dieser Bohrung in diese Schicht vordringen. Das Thermalwasser kann in der Bohrung nach oben steigen durch den natürlich vorhandenen Druck, weil eben die Gebirgslast auf dieser Thermalwasserschicht lagert. Und nur die letzten etwa 100 bis 200 Meter müssten wir das Thermalwasser dann nach oben pumpen. Das heißt, hier sind dann Pumpen eingebracht in der Bohrung, die das Thermalwasser an die Oberfläche führen. Dort das Prinzip haben wir gerade gesehen, es wird die Wärme entzogen und über eine zweite Bohrung geht es in der Regel wieder in den Untergrund zurück. Dieser Wärmespeicher, letztendlich ein druckloser Speicher, in dem wir einerseits die Wärme aus der Geothermie oder aus der KWK auch unterbringen. Und was Sie hier des Weiteren auch noch sehen, hier diese beiden Schornsteine, das ist unsere modernisierte GOT2-Gasturbinenanlage, eine große industrielle Gasturbinenanlage mit Dampfturbine und Wärmeauskopplung. Wir haben im letzten Jahr im Rahmen einer Modernisierungskampagne im Sinne des KWK-Gesetzes hier beide thermischen Einheiten erneuert und ausgetauscht, also sprich neue Gasturbinen eingebaut, die wesentlich effizienter auch sind wie die Maschinen, die wir vorher im Einsatz hatten und die des Weiteren eine deutlich höhere Leistung haben wie die Anlage vorher. Und last but not least hier zu erkennen in der Mitte nochmal hier ein kleiner Schornstein, unser neues Gasturbinenkraftwerk, welches wir zurzeit errichten und welches wir bis Dezember nächsten Jahres dann in Betrieb nehmen möchten. Wenn die Zeit noch bliebe, könnten wir im Rahmen des Rundganges letztendlich dann noch einen kleinen Blick in die Maschinenhalle werfen. Was ich damit sagen will, was die Geothermie hier am Standort so spannend macht, ist das Zusammenspiel zwischen altem fossilen Kraftwerkstandort, das ist die Welt, aus der ich komme,
mit Gasturbinenanlagen in Kombination mit einer Geothermie, und das macht letztendlich die Sache wirklich so herausragend und so spannend, weil wir wirklich einen alten historischen Standort, den wir 1899 hier an der Stelle bereits in Betrieb genommen haben, zigmal umgebaut, wir hatten eine Kohlefeuerung hier, Gas, Müll, also alles, was man sich so an Brennstoffen, festen oder gasförmigen Brennstoffen vorstellen kann, hier im Einsatz, und den so transformieren letztendlich in eine Zeit mit möglichst wenig fossiler Energie, am Ende idealerweise CO2-neutral. Also was ich Ihnen hier zeigen wollte, wir stehen jetzt hier vor einem historischen Kraftwerk, 1963 ursprünglich gebaut, 2004 in Betrieb genommen. Wir sind hier direkt vor der sogenannten Maschinenhalle, wo wir die Turbinen früher stehen hatten. Und auf der linken Seite mit dieser grünen, nicht allzu schön aussehenden Glasfassade das alte Kesselhaus. Und dieses Kraftwerk, was wir hier sehen, das war die sogenannte Hochdruckanlage, wie gesagt 63 gebaut, 2004 wieder außer Betrieb genommen. Und wir haben uns dann vor einigen Jahren entschieden, letztendlich dieses Gebäude komplett zu entkernen und anstelle dessen nochmal eine neue Gas-KWK-Anlage zu bauen. Also eine Gasturbine in Kombination mit Abhitzekessel und Dampfturbine. Und ich würde Ihnen jetzt gerne da mal einen Blick in die Halle ermöglichen. Die Gasturbine ist eingebracht, Dampfturbine steht. Kesselmontage beginnt im Laufe des Jahres und wir haben eben vor, dann so Richtung Herbst nächsten Jahres mit der Inbetriebnahme dieses Kraftwerkes zu beginnen. Die Turbinen waren ursprünglich auf einer Höhe von 10 Meter aufgestellt. Das ist letztendlich die Höhe, die wir hier oben an dieser Betonplatte jetzt haben. Wir haben die Halle entkernt, heißt im Klartext, alles was an Zwischendecken war, komplett rausgeschnitten, so dass nur noch die Wände, nur noch die Hülle letztendlich über ist. Und bauen letztendlich hier in dieser Halle jetzt dieses neue Kraftwerk ein. Wir sehen auf unserer linken Seite bereits die neue Gasturbine. Das ist rechts dieses silberne Teil, links hellgrau oder fast weiß dargestellt. Der Generator dazu, luftgekühlt. Und oben auf diesem Tisch, oberhalb dieser massiven Betonsäulen, die neu gebaut wurden, das ist unser Dampfturbinentisch. Hier oben steht bereits die neue Dampfturbine. Die hintersten beiden Bohrungen, die Bohrungen T1 und 2. Man erkennt an den roten Wellheads, also dem Kopf der Bohrung, dass das Förderbohrungen sind. Dann kommen zwei blaue Bohrköpfe, das heißt, an diesen Stellen geht das Wasser wieder in den Untergrund. Und dann nochmal einmal Förder- und Injektionsbohrung am Ende. Der Bohrprozess selber, also bis in 3000 Meter Tiefe, bohrt man nicht an einem Stück durch, sondern es ist im Grunde wie in vier Sektionen gebohrt. Kann man sich vorstellen, wie so ein vom Piraten, so ein Teleskop. Man beginnt die oberste Sektion, etwa 1000 Meter, wird auch noch rein vertikal gebohrt, mit einem großen Durchmesser, etwa 60 cm. Wenn man diese ersten 1000 Meter gebohrt hat, kommt das ganze Bohrgestänge der Meißel raus. Dann wird ein Stahlrohr reingestellt, die ganze Tiefe. Und der Ringraum, der dann verbleibt hinter dem Stahlrohr zum erbohrten Gebirge, wird von unten her mit Zement aufgefüllt. Das heißt, man hat dann eine dauerhaft standfeste Bohrung. Durch diese erste Sektion wird die zweite Sektion abgebohrt, entsprechend vom Durchmesser eben kleiner, dass der Meißel schon durch diese erste Sektion durchpasst. Wieder etwa 1000 Meter, da baut man dann langsam auch die Richtung auf. Das geschieht in der Regel, indem der Bohrstamm dann nicht mehr von oben komplett angetrieben wird, sondern ist hinter dem Bohr meistens ein kleiner Motor eingebaut, der angetrieben wird von der Spülung. Wasser. Damit haben wir keine Wärmeübertragung mehr. Bei den Heißwassernetzen, die haben den Vorteil, wir haben ja Temperaturen im Vorlauf, hängt von der Jahreszeit dann am Ende wieder ab, ob Sommers oder Winters, zwischen 100 und 130 Grad circa. Und da bedeutet letztendlich ein Ausfall der Wärmeeinspeisung nur, dass ich dann nicht mehr mit den 130 Grad zum Kunden fahre, sondern vielleicht nur noch mit 120 Grad in einem gewissen Zeitraum. Das merkt der Kunde in der Regel kaum. Und es bietet einfach eine deutlich höhere Versorgungssicherheit wie dieses historisch gewachsene Dampfnetz. Wir gehen den Weg, dass wir dieses Dampfnetz sukzessive in den nächsten Jahren umbauen auf Heißwasser. Gibt es ein detailliertes Ausbau- und Umstellungskonzept bereits. Wir haben allerdings momentan über dieses Dampfnetz noch den Vorteil, wir haben im Münchner Norden eine große Müllverbrennungsanlage, wo der komplette Münchner Müll thermisch verwertet wird und eine Kohleanlage stehen, und wir haben über diese Dampfleitung die Möglichkeit, Müllwärme, nenne ich es jetzt einfach mal, die aus dem Münchner Norden kommt,
auch in die südlichen Münchner Fernwärmenetze zu bringen über diese Dampfleitung, die ja komplett die Münchner Innenstadt durchquert. Also es ist eine Leitung, die ich weiß gar nicht, 15 Kilometer letztendlich lang ist, von Unterföhring letztendlich bis hier ins Kraftwerk Süd geführt wird. Und wir haben quasi damit die Möglichkeit, wenn wir hier keine eigene Erzeugungsanlage im Betrieb hätten, trotzdem die südliche Fernwärme Münchens aus Kohle- oder Müllwärme zu versorgen.